Weil ich die ganze Zeit diesen Waschgeruch in der Nase habe. Hast du wieder gespuckt? Nein, ich habe nicht gespuckt. Diesmal blieb alles drin. Kann ich? Ich glaube, ich muss ein neues Spiel starten. Diesmal blieb alles drin. Gut. Und ich würde sagen, wir machen ein neues Spiel und starten jetzt einfach mal rein, in der Hoffnung, dass wir das zweite Ende oder das gute Ende bekommen. Und los geht's. Ja, mein Fortschritt wird zurückgesetzt. Wir müssen das ja von vorn anmachen. Hi, handsome. What have you been up to while your better half wasn't around? Ach, hauptsächlich Papierkram. I'm warning you, Mark, if you watch the third season of Dark Vengeance without me, there will be blood. We've already finished negotiations, so I'll be home sooner than you think. I took a bunch of pics, just like you asked. Let me send you one right now. What do you want to see? My photo in the mountains or from the pool? I forgot to say, that hotel had a luxurious swimming pool. Bleib ich beim Swimmingpool? Wir bleiben mal beim Swimmingpool. Yeah, sure. You just want to see the pool, right? And seeing me in a swimsuit has absolutely nothing to do with it. You should have gone with me. I know that Nein, you YouTube don't habe ich noch like nicht begrüßt, aber in dieser Hinsicht, meine Lieben, willkommen zurück zu einem zweiten Durchgang von Crimson Snow. It's Christmas Eve and no one's even congratulated you yet. Wir versuchen jetzt das gute Ende zu bekommen, dass unsere Dame nicht stirbt. Did someone write you a personal letter? That's so cool. Open it up and tell me Mehr what's Punkt inside. Ich warum. It's near the entrance, right? Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt die ganze Zeit hier rumniese. What's inside the envelope. Gott sei Dank weiß ich ja jetzt den Weg. Well, who's it from? What did they write? Danke, meine Lieben. That's so nice. I thought you stopped communicating with them. It's so good that I was wrong. By the way, about communication, please go up to your bedroom window. Ich bin unterwegs. Ja, ich gucke. Wir sind jetzt mal voll nett. Wir nehmen jetzt mal. Ich hätte dich vom Flughafen abgeholt. Isn't it obvious? I wanted to surprise my boyfriend for Christmas. Luckily, the plane landed before the storm started. Now, on to the second part of my surprise. But first, show me your festive mood. Bin ich total. Hold on a second. No, 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 Mr. Grinch. Show me your Christmas spirit first. You had sparklers in your closet, didn't you? Light them up in front of this window. Ja, kleinen Augenblick. If you find the sparklers, light one. I'm sorry I didn't come to your home right away, but I had to prepare something. You'll see it for yourself soon. Alter, das habe ich das letzte Mal nicht geholt. Zu viel. There it is. Now I can feel the Christmas spirit. Woohoo. Right, here's the second part of the surprise.
Do you remember that French wine you wanted to buy? Until you saw the price tag? Today, we'll try it out. I also got some fireworks. So, take your sparklers and come over. Let's celebrate Christmas together. By the way, I brought you a present. Did you get me something too? Ja, ich glaube, die Mikroorganismen, die verteilen sich gerade hier so ein bisschen auf meinen Tisch. So neugierig müsste es erst unter dem Baum wegnehmen und ich sag dir nicht, was es ist. Wait, you won't even tell me what kind of gift you prepared? Weil ich gerade mein okay, ganzes Zimmer hier anzünde mit der Wunderkerze. I'm waiting for wait, you. The greater the chance that I'll drink all your wine by myself. Take your gift and come to see me. It's under the tree, isn't it? Ja, ich komme ja schon. Ich kann hier nichts machen. Was ist mit? Mark, I won't be upset if you übers Knie legen? It's just, well, I thought it was going to be a special ich gehe rüber und lasse das Feuer an. Gift, und die Kerze. Also dann würde ich mal sagen, vergnüge ich mich mit meinem Mädel da drüben. Mit meinen Mädels. Did you leave the house? It's easy Schande. To get lost in this weather. Warum denn jetzt auf einmal Schande? Schande. I'm waiting for you. Schande. Alles klar, Grim. Schande. 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 Ich kann den Schandenlauf nicht so hören, hier ist es stürmisch. Witzig, dass wir dass sie dasselbe Haus haben, ne? Oh. Mach zu, die Luke. Oh, diese Weihnachtsmusik. La 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 la. Okay. Schatz? Hier muss bloß mehr Punkte geben, dann würde ich so. Oh, ist das schön. Ich habe die Macht. Nein, aus! Schande. 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 Where are you? Did you sink into Schande. The snow? Hurry up, Schande. I'm getting tired of waiting. Schande. Schande. Ich bin schon im Haus, Schande. Aber ich sehe dich nirgends. Schande. What does inside your house mean? I'm standing at the door and I didn't see you come in. Hey, Santa, it looks like you broke into the wrong house. Get out of there before you get... Wenn ich mal in Rente gehe, werde ich mir die ganzen Gesangseinlagen von Helia und Kali aus dem VOD holen und zusammenstellen. Ach du meine Güte. Ich glaube, das möchte keiner hören. Hm. Irgendwas stimmt mit Schatzi nicht. Der Mix macht es. Die Gute hat immer noch RTL geguckt. Hallo? Die Kali jetzt sagen würde. Gut. Wir wollen ein gutes Ende.
Natürlich, wenn wir hier so ein bisschen schneller durchgehen. Kennen wir. Aber wer ist das? Ach so, das ist das Haus des älteren Pärchens. Ja, nee, ist eigentlich soweit klar, ne? Hä? Kann das sein, dass ich die aus Versehen immer ausmache? Ein gutes Ende der Nazi zum Essen ein. Ich weiß nicht, ob sie hungrig auf Nahrung ist. Wenn du verstehst, was ich meine. Ganz komisches Gelache von mir. Es tut mir wirklich mega leid. Leuchten die Tische immer so? Honey, are you there? Nö. Wer ist da? Ich glaube nicht, dass du mich siehst, ne? Gott sei Dank haben wir uns hier unter diesem Tisch versteckt. Ah, verdammt, ja. Ich habe die Geste gerade vergessen, was sie noch macht. Schauschnecke. Gut, da kam ich ja nirgendwo hin. Ich denke jedes Mal, sie kommt. Komm, diesmal müssten wir das jetzt ein bisschen schneller hinbekommen. Nur wenn unsere jetzige Freundin Joyce uns sagt, ich blute, was soll ich machen? Sie soll dann ihr Bein verbinden. Ja, Schatz. Mark, stop scaring me. Jeff. I know that you're here. I found the Christmas tree that you knocked over. And why did you take off its decorations? Do you even know how long it took me to decorate it? Das war ich nicht, Joyce. Hör mir zu. Man hat mich hier eingesperrt. Joyce, hier geht irgendein gruseliger Scheiß vor. What do you mean it wasn't you? Then who's walking around my house? Mark. Seriously, don't scare me like that. What's going on? Ich heiße Chef. Du wirst mir nicht glauben, Joyce, aber ich glaube, ich halluziniere. Der Korridor ist gerade größer geworden. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Mark, do you need help? I can... Wait. There's someone here. Sie ist beunruhigt. Ja, sie soll auch beunruhigt sein. Gut, wir müssen die Kristallkugeln suchen.
Es tut mir leid. La 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 la. And a happy new year. Und tschüss. Ich bin weg, die. Ja, der ist bald weg. Was ist? Sweetie, nein. Where are you? I'm not here. Darling. Schatz, die Schuhe passen einfach nicht. Wir müssen mal über deinen Geschmack reden. Let's celebrate together. Ich aber nach Berlin. Berlin. Ja, bitte? Ja? Herein? Wer war das? Das war doch sicher Mickey. Ach, nicht der Mutti. Mutti. Oh, ist die Gute gestolpert gerade? Schande. 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 Wow. Schande. Schande. Blind. Honey, don't make Schande. Me hurt you. Oh. Schande. Schande. Katzi, wir sollten mal echt über unsere Beziehung reden. Elia freut sich über die Waschmaschine. Hi, Elfi. Geronimo! Oh mein Gott! Oh. Ich muss gleich schon wieder niesen. Also das Klopfen, denke ich immer, das wäre Mickey. Oder ist der Scream. Und tschüssi. Na du, wie Kopie und Pasta. Soweit, ja. Also seit Donnerstag eigentlich Kopfschmerzen. Gestern lag ich so ein bisschen flach wegen dem Wetter. Ging es mir gestern scheiße. Und heute geht's los mit Kopfschmerzen und Schnupfen. Also irgendwie hätte dieses wunderschöne Wetter ein bisschen später kommen oder früher kommen können. Aber ich lebe und schlag mich durch. Ich vermisse gerade den Alert-Song, aber Mutti, vielen Dank für dein Geschenk-Sub an Pixel-Elfi. Hast du alles geschafft? Ja, ja. Ach, da kommt er doch. Ich habe ihn gerade ein bisschen vermisst. Passt alles. Wie gesagt, gestern konnte ich gar nichts machen. Spuck nicht alles voll. Schatzi, diese Schuhe passen einfach nicht. Und diese Fingernägel. Stop running away. Ja, irgendwie spinnt der Bot heute. Why are you hiding? Oh, Schatz! Ich hab
We are made for each other. Ja. Leute, es tut mir wirklich leid. YouTube, sorry. We must be together. Oh, danke, ihr Lieben. And a happy new year. Nimm. Ja. Und runter. Oh Gott. Sie wollte gerade nicht. Ist keine Mietezeit, muss raus. Ja, aber... Oh, ich würde mich gerne noch zwischendurch muten, we aber ich bin ab und zu mal... Tree. Ja, Weihnachtsbaum schmücken. Geil. Muten schaffe ich ab und zu mal nicht. Mich zu muten. So rum. Was zum Henker? Oh, fuck. Zieh durch! Zieh, 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 zieh! War ich da hinten schon? Ah. So, ich höre es schon. Halb so weht einfach raus damit. Ja, das Umdrehen, Wegdrehen, das schaffe ich ja noch. Wir haben jetzt alle, ne? Verdammt, ich hätte die Tür mal zumachen sollen. Schön, dass mir der Weg eigentlich entgegenkommt. Huch. So, wir wollen jetzt den Weihnachtsbaum schmücken. Schmücken besonders. Nicht auf. Schatz, wir müssen echt über deine Fingernägel reden. Das geht ja mal so gar nicht. Von dem Minecraft-Projekt auch noch. Mark, I think I'm hallucinating too. Chef. Ich heiße Chef. I saw someone at the window and she... I'm just seeing things. Yeah. I'm just seeing things. Was für Pommes? Ist jetzt die Frage, fangen wir jetzt schon an und sagen zu ihr, sie soll sich verstecken? Weil das letzte Mal haben wir zu ihr gesagt, sie soll ganz schnell raus und dann wurde sie verletzt. Das stimmt, da kommt wirklich nur Blödsinn raus. Und vor allem der Nagellack, den sie braucht, kostet... Oh ja. Ich schnapp mir nochmal kurz die Nase.
Also, das Spiel spielen wir gerade zum zweiten Mal, Elfi. Beim ersten Mal haben wir das schlechte Ende bekommen und jetzt versuchen wir, das gute Ende zu bekommen. Und beim ersten Mal haben wir ihr gesagt, sie soll... Was haben wir ihr das letzte Mal gesagt? Sie muss da ganz schnell raus und dann wurde sie verletzt. Vielleicht sollte sie sich verstecken. Das ist die Frage. Ich gieße mir nur was ein. Entschuldigt bitte. Ich sag ihr mal, sie soll die Polizei rufen. I need to understand what's going on here. Please tell me what's going on with you. Oder hatten wir das letztes Mal auch? Es ist, als würde ich träumen. Das Haus verändert sich. Irgendeine Irre sucht nach mir. Ich glaube, ich habe deine Weihnachtssäcke gefunden. Sie muss sie hergebracht haben. You saw a woman, right? Aber nicht über eine Pizza verteilt. But if it's true, fine. You said I need to hide. I'll do that, and then... I heard something. Wie kann sie dort und gleichzeitig hier sein? Oh, vielleicht hätte ich Bock. Schatz? Oh. Wir müssen mal reden. Oh, mein Rücken. Ja, da bin ich ja. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Guck mal, was ich schön gemacht habe. Danke, ihr Lieben. Die kann Yoga, ey. Honey, it's beautiful. Don't go anywhere. I will be right back. Dieser Moment, wenn ein Mann einfach mal rennen muss. Raus konnte ich ja nicht. Mit oder ohne habt ihr die Liebjacke. So, finde ich denn hier noch irgendwas? Ja, ich weiß, es ist ein bisschen... Hä? Hier war ich schon? Hat sich sehr viel gelohnt. Wer hat Spaß? Wir! Wo haben wir Spaß? Keller! Oh, guck mal, die habe ich das letzte Mal auch verpennt. Da ist auch noch eine. Mark, she's here. No, don't touch me. Die beiden Mädels haben drüben Spaß. She's gone. Anders, ne? Mark, these aren't hallucinations. She isn't human. I'm fine. I was hiding just like he said. I had time to prepare before she found me. I launched fireworks at her. It seems to have scared her off. I don't think she likes bright lights. Try to find something similar. Maybe that'll help you. Kennst du sie? Woher wusste sie, dass ich hier bin? Alles klar, ich muss was finden, das hell ist. Sei vorsichtig, Joyce. Überleben ist das Wichtigste. Ich glaube, ich sage jetzt zu ihr, sie soll überleben. Kellerparty, oh ja. Aber das mit den Yoga und den Sauerstoff ist auch genial, Silva. Oder? Ach, ich frag das nochmal. I have no idea who or what she is.
Do you think she was following us? Why? Oh, I'm afraid to even think about it. Mark, she can come back at any moment. What should I do? Halte dich weiterhin bedeckt und versuche leise zu sein. Schnapp dir eine Taschenlampe und noch mehr Feuerwerkskörper. Versuch sie... Das letzte Mal haben wir ja gesagt, sie soll Feuerwerkskörper nehmen, ne? Soll sie sich diesmal zurückhalten und leise sein? Bei E ist jetzt auf Krawall ein bisschen aus. Sie soll sich dagegen wehren. Q ist so ein bisschen taktisch und wo sie sagt, nee, gut, ich bin leise. Problem ist, wenn sie nicht nach Taschenlampe oder Feuerwerkskörper sucht, kann sie vielleicht auch sterben. Läuft bei euch. Ah, Leute, was nehmen wir? Q oder E? Soll sich verstecken? Aber nicht, dass sie sich dann verteidigen kann, ne? Vorher habe ich den sie soll sich Taschenlampen und sowas suchen. Und da wir sie ja jetzt eigentlich schützen wollen und retten wollen. Verstecken, verstecken, sein zwei. Wir probieren's. Okay. I'll find some place to hide. Schande. I'll try to call the police, but I don't think they'll arrive here fast enough in this weather. One more thing. Please, be safe. Don't worry. Be happy. Da musst du eben doch mal spielen. Ach du meine Güte. Tun wir so, als ob uns was an ihr liegen würde. Also rette sie. Vorher wollte ich sie ja noch als Lockvogel, besonders Vogel nehmen. Bis 4 Uhr morgens. Das gute Ding habe ich das letzte Mal beinahe übersehen. Da ist auch noch eins. Wir haben schon 22 Stück. Meine Fresse. Da sind wir gut. Dass du dich nicht erschreckst. Ich habe große Hochachtung vor dir. Du hättest den ersten Durchgang sehen sollen, Elfi. Das war eine Katastrophe. Micha, ich bedanke mich für dein Sub im 13. Monat. Oh, Glückszahl. Und guten Abend. Den Hype-Buffet. Ein Hype-Buffet haben wir nicht. Das tut mir weh. Sie hat uns doch gerade eindeutig angeglotzt. Nein, leider kein Hype. Genau. Es tut mir wirklich mega leid. Puh, das hat weh. Ich glaube, das war 120 auf der A1. Danke, Elfi. Danke, Thomas.
Danke, ihr Lieben. Tschüss. Oh, Vince's Haynes. Ich war das, ne? Ich glaube, ich war die Fußspuren. Fußtritte. Guten Tag, was geht? Das kennen wir ja schon. Grüße an die Kali. Alle bei dir, die Kali grüßen. Das fotografiert dann das Beutebeute wieder ab und dann schicken wir es ihr. Also haut ganz viele Herzen für sie rein. Ach Gottchen, ich bin ein Trottel. Warte, Beutechen, da müssen erstmal die Herzen rein. Leute, das geht doch besser. Ach du meine Güte. Da kommt ja eine Welle. Oder einfach ein Video machen, Beutechen. Ich muss mich gerade kurz konzentrieren, dass Elfriede uns nicht entgegenkommt. Hat's wieder. Es reicht nicht. Hat's doch nicht gereicht. Ja, ich muss noch ein paar Herz-Emotes reinpacken. So. Violet Natalie Hallen. Da wird sich die Kali freuen. So, nochmal kurz runter. Na, wo ist sie denn? Definitiv gebe ich ihr keinen Kuss. Warum glotzt die denn hier rein? Bist du jetzt so, glaub mir, du würdest sie auch nicht knutschen wollen. Die verschlingt dich mit einem Haps. Aber schönes Haar hat sie. Nein, falsche Richtung. Oh. Okay, zeig mal. Das wirst du noch früh genug sehen. Wir müssen jetzt leider nur mal kurz warten, bis sie hier vorbeikommt.
Und schöne Zähne, ja. Also sie verputzt einen Kuchen komplett. Ich glaube, ich hätte schon hinterherlaufen können. Sorry. Das war ein paar Oktaven höher. Ich wusste ja nicht, dass sie sich so schnell umdreht. Die alte Schlawiner, ey. Nein! Falsch, ich hätte den anderen Tisch nehmen sollen. Wie sie ankommt. So, oh, ich sehe nichts mehr. Oh nein, falscher Tisch. Ich bin so ein Trottel. Hallo? Nein, nichts mit Knutschen. At last. I need to get ready. Ach, sie musste uns finden, damit sie... Oh mein Gott, jetzt habe ich erst. Ich habe es erst jetzt registriert, ne? Tisch. Oh oh. Schwebt sie hinter uns? Ich liebe meinen Tisch und der Tisch liebt mich. Sie hat so viel Spaß hier. Also, das habe ich noch geklippt. Warum gehst du denn jetzt dahin? Ich habe jetzt erst registriert, dass unten Glasscherben sind, wo wir gerade rausgelaufen sind. Hat sie gerade schon wieder von Weitem gekichert? Ich habe gerade getrunken. Das wieder ein Jahr Schnecke. Ich bin sowas von weg. Na, ich habe gerade noch was zu trinken gehabt. Also gerade was getrunken und dann kommt sie einfach um die Ecke. Ich bin sowas von raus hier. Oh, ein Schlüssel. Was könnte da schon passieren? Hat sie gerade echt gesagt, nicht anfassen? Aus, ist mein Arm. Das war's wie im TS, wenn so viel Bier im Spiel ist. Wir kommen zurück, Beute. Ich zieh durch. Durch die Mitte. Lass mich rein. Ja, hallo? Mark, are you there? Are you okay? Ja, alles gut. Und bei dir?
Das, was, was, was wir vorhin genommen haben. I hid in an old closet in the attic. I heard her while she was walking near me. She was muttering your name. What about you? Do you have any news? Preferably good news. Am besten gute, mein Geschenk für dich. Sie hat es geholt. Ich habe das gut. Sie möchte gute Neuigkeiten hören. Feuerwerk gefunden. That's good. Now we have a chance. We can do it. I called the police. I don't know where you are right now. So I gave them my address. Find a window they'll be able to see you from. Try to get up to the second floor. War sie nicht hier schon verletzt? Ich glaube, sie war schon hier in dem Bereich, wo sie gesagt hat, ich bin verletzt. Nein, ich würde gerne... Nein. Also haben wir vielleicht das Richtige mit ihr gemacht? Dass sie sich verstecken soll? Jetzt kommt hier ein ausgewachsener junger Mann rein. Ich würde ja in Panik bekommen, wenn ich da reinsteigen würde. Ich glaube, sie war schon hier verletzt, bevor die Polizisten kamen. Ich vernehme sie auch schon. Da liegt was. Ich glaube, ich kann... Wir haben genug auf Reserve. Das heißt, ich kann euch ein bisschen Licht spendieren. Aber nur ein bisschen. Ja, hallo. Mein Handy ist schmutzig. It sounds like the police are here. Hey! Hey, I'm here! Come here, please! Try lighting something up near the window. Maybe they'll notice you. Ach so, anderes Fenster, okay. Nein. Are you on the second floor? I don't think they've noticed you. You need to find another window that's more visible so the police can see you. Ich glaube, der Polizei geht's gleich nicht mal so gut. Guck mal, eine trockene Maus. Ach so, ja, ich muss ja drücken. Ah, die ohne mich. Ich glaube, den Herrschaften geht's nicht so gut. Wir sehen Hintern. Did you see that? Eigentlich leider nicht. They're all dead. We'll never get out. She'll come for both of us. Reiß dich zusammen. Panik hilft uns nicht weiter. Joyce, es wird alles wieder gut. Wir schaffen es. No, you're right. We can't give up. I heard her mumbling something. I don't know if this helps, but she... said something about the gift she finally got. And one more thing, I saw that she
through one of the cops. Ja, ich sehe seinen Hinterteil. Try to find him. Maybe he has a gun on his body. Joyce ist immer noch nicht verletzt. Also wir haben schon mal die richtige Entscheidung getroffen, dass sie sich nicht wehren soll, sondern nur verstecken soll. Und wir liegen gut in der Zeit. Alter Falter. Ist direkt auf mein Haus gerichtet. Mark, how are you? Ich habe ein Teleskop gefunden. Ich habe ihre Notizen gefunden. Sie enthalten meine Zeitpläne. Ich nehme mal das, was wir das letzte Mal genommen haben. Telescope, what do you mean? Ja, sie beobachtet mich. Die Wahrheit. Sie hat mich ausspioniert. I thought so. All this time. She was interested in you, not me. You are connected to her in some way. Mark, tell me. Jeff. Do you know this woman? Ich heiße Jeff. Immer noch. Wir bleiben ehrlich. You are dating? Why didn't you say this before? Ja, ich war jung. Verliebt. Sie sieht völlig anders aus. Ich habe nicht verstanden, dass es sie ist, bevor ich die Beweise sah. Tell me about her. Dass sie geistig nicht ganz fit ist. Ich nehme das, was wir das letzte Mal schon hatten. My God, this is terrible. So that's why you moved here from your city. The things that she does, was she able to do them before? Nicht, dass ich wüsste oder ich wollte es nicht wahrhaben. Letztes Jahr hat sie... ich nehme das, was wir letztes Mal schon hatten. So this monster wants you back. Mark. Thank you for telling me. Ich bin aber auch eine heiße Schnecke. Kein Wunder, dass sie mich zurückhaben möchte. Da rennt sie um die Ecke. So, ich habe einen Schlüssel gefunden. You cheated on me. Das würde ich nie tun. Schatzi. Oh Leute, sorry. Sie hat sich hübsch gemacht. Ey, Fliede, ich bin mal auf Klo. Was?
Oh oh. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass sie in die falsche Richtung schon gegangen ist. Verdammt, ich habe es nicht mitbekommen. Zieh durch. Oh. Durchgezogen. Uiuiui. Bisschen Licht für euch. Oh, ist das schön, Licht. Das kennen wir ja auch schon. Und bitte einmal die Zeit anstoppen, wenn der Bot dann endlich antwortet heute. Sie hat immer noch Spaß. So. Na, meine Hübsche? I thought you brought the ring for me. Oh, du bekommst auch einen Ring. Einen Ring, sie zu knechten. I'm not giving it back. It's mine. Mein Gott, da will ich aber das Geld wieder zurückhaben. Nein, ist nichts. Was war hier nochmal? Ich bin doch hier gestorben, oder? Ich glaube, ich bin hier eiskalt einfach so dann gestorben. Ach ja, deswegen. Die lacht doch. Oh, Schatzi. Dass du nicht mal das Licht siehst. Entschuldigung. Ein bisschen leid tut sie mir ja. Sie will doch einfach nur geliebt werden. Hat einen leichten Dachschaden, aber will geliebt werden. Leute, möchte jemand mit ihr einen Kaffee trinken gehen? Ich habe eine Waffe. Danke, meine Lieben. Klar. How are you? What's going on? Ich habe einen toten Polizisten gefunden. Er hat eine Waffe. Great. Now we have a chance. If you decide to shoot, it will be loud. Be prepared that she will hear and will come for you. Also, Jeff. Ich heiße Jeff. Do you have a minute? Ja. Scheiße, ist das dein Ernst? Ja, was hast du denn? Can you tell me what's in your gift? I know it's silly, but I need to be sure that it is what I think it is. In case we don't. Ja, das erzählen wir ihr natürlich auch. Oh, Mark, thank you. Jeff. When I see you after all this. I'll give you the answer. So, don't you even dare think about giving up. Joyce ist bis jetzt nicht verletzt. Das heißt, wir haben richtige Entscheidung getroffen und sie sich verstecken lassen.
Sorry. Kurzer Aufstoßer. Ja, sie heißt Joyce. Also unsere jetzige Freundin. Nicht unsere Ex-Ex, sondern unsere jetzige. Die kann sogar Türen von Weitem aufmachen. Nicht da. Da ist sie leicht angekokelt. Schön. Hier ist nichts mehr. Sind doch gut dabei. Ich glaube, das letzte Mal sind wir auch wieder hier. Ja. Wir müssen hier lehnen. Hier hin? Ich kann nicht mehr reden. Ja, immer noch bei der Ex. Die hängt so an mir. Guckt mal. Nehmen wir. Was? Helia und Kalli zusammen fürs Leben? Ja, Schatzi? Mark, I heard gunshots. Are you okay? Ich heiße Jeff. Ja, ich glaube, ich hab sie vertrieben, zumindest für eine Weile. Do you have any idea what to do next? Ich habe dein Geschenk und ich werde ihn als Köder benutzen. Ich bin es, den sie will. Ich werde sie mit dem Geschenk in eine Falle locken. Wie nachdem war Elfie Lust hat. You know, she stole my Christmas decorations for a reason. It looks like she's obsessed with spending Christmas with you. Maybe if you put a present by the Christmas tree, it will distract her. Just don't forget to put the fireworks everywhere first. And Mark. Jeff. Please. Wie oft noch? Be careful. Meine eine Freundin weiß nicht, wie ich heiße. Ich bin enttäuscht. Ich bin schüchtern. Oh, süß. Ach so, ja, stimmt. Ich dachte, ich wäre gerade am Kühlschrank. Ist er gerade dann raus? Wimper, Klimper. Dann würde ich eher... Gruselige Musik. Das dann auf den Samstag machen. So, wir verpacken hier alles mal schön. Ich muss niesen. Oh, oh. Oh, sorry, Leute. Wirklich ganz großes Sorry. You chose me. Ich würde euch beide nehmen, also. Hm. Wenigstens hat sie schöne Haare. Danke, meine Lieben. Thank you. Sie bedankt sich auch noch. Oh, das tut mir so irgendwie tierisch leid. Falscher Knopf.
Ja, komm mal her. Da ist jemand wütend. Sie will doch nur ein bisschen Liebe. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ich glaube, ich weiß, wo das letzte noch war. Genau da, wo sie herkommt. Wir warten mal kurz. Nein, hier ist es nicht. Ach, da kommt sie. Gut, 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 gut. Oh, das war ein Headshot. Er hat gesagt, dass ich... Aber es hat so gut geduftet, das Waschmittel. Leute, wir haben es geschafft. Die hockt schon wieder so. The doors are open, Mark. The doors are open. You did it. My God, Mark. I love you so much. Come to my house. You won't get lost this time. I guarantee it. So, jetzt haben wir da. Also ich weiß nicht, ob man sie gerade knutschen möchte. Aber wir haben Schatzi gerettet. Die Gute kann mir ruhig mal entgegenkommen. Na, bis auf die Zähne, ja, aber wenn da mal was Falsches reinkommt. Was? Guck mal, Feuerwerk. Ich muss schon wieder niesen. Mann, ey. Nervig. Wenn sie außersehen mal auf dem Förster drauf beißt. Danke, meine Lieben. Aber nee, ich konnte es noch abwehren, den Lisa. Aber danke sehr. Mark, about that rain. Ja? Was mit Happily? My answer is yes. Oh Gott. Ich hätte eigentlich gehofft, dass sie Nein sagt. Ja, gefangen für immer und ewig. Gut. Ja, bis auf die Pyramiden-Zähnchen war das wirklich eine kleine Süße. Ja, was für Silvester. Ja, gucken wir mal. Gut. Dann würde ich mich hier schon mal von YouTube verabschieden, meine Lieben. Ich hoffe, der kleine Weihnachtsstream hat euch gefallen. Bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.